Hallo, hier ist defi.jetzt mit der 62. Ausgabe zu heute das Thema ist Starts. Ich bin Thor Alexander und als Co-Moderator ist der Chris dabei. Hallo Chris. Hallo Thor, grüß dich. Chris kenne ich aus einem anderen Projekt, welches wir zusammen machen. Chris beschäftigt sich auch mit Bitcoin. Er lebt in der DOMREP, also Dominikanische Republik. Und wir beide stellen heute gemeinsam die Fragen an den CEO, also an den Geschäftsführer von Starts, Marco Kowalewski. Hallo Marco. Moin, hallo zusammen, ihr beiden. Die erste Frage, Marco, wann war denn so dein erster Computer im Zugriff? Also sprich, wann hattest du das erste Mal Zugang zur Rechentechnik? Das erste Mal, oh Gott, da müsste ich mal zurückrechnen. Das waren C64 damals, noch mit diese tollen Floppy-Disks, die es damals gab. Lass mich lügen, wahrscheinlich war ich so 11, 12 Jahre alt, würde ich sagen. Ja. Das war so Mitte der 80er Jahre. Ich hatte zu dem Zeitpunkt einen Atari. Ja, genau. Das muss um den Dreh gewesen sein. Also ich bin gerade noch so ein 70er-Kind geworden und genau, also kommt ganz gut hin, Ende der 80er wahrscheinlich irgendwie so um den Dreh. Ja, so 85, 86 rum, ja, 84, 85, 86. Wann bist du dann zu Krypto gekommen oder wie war dein Werdegang da im Kryptobereich? Ja, das kam bei mir relativ spät. Also ich habe mich erstmalig erst vor circa 4 Jahren mit der ganzen Thematik auseinandergesetzt. Man beschäftigt sich mit dem Thema Finanzen, auch Dezentralität, man kommt nicht ganz dran vorbei. Also ich habe davon schon vorher gehört, logischerweise, mich aber wirklich nie in der Tiefe mit auseinandergesetzt. Und ja, vor 4 Jahren fing das so ein bisschen an, dass ich mir Bücher zur Hand genommen habe, verschiedenste Videos mir angeschaut habe zu diesen ganzen Themen. Muss dazu sagen, ich habe auch für meine Verhältnisse relativ lang gebraucht, um dieses ganze große Ganze und dieses Technische hinten dran zu verstehen. Auch wenn ich in jungen Jahren schon meinen ersten kleinen Computer hatte, bin ich jetzt eigentlich nicht derjenige, der mit dem IT-Background ausgestattet ist. Also das heißt, viele Begrifflichkeiten musste ich mir dann anschauen. Und ja, habe mich dann auch mal darüber aufgeregt, dass ich nichts verstehe, bis meine Frau dann auch sagte, Mensch, so viele Sachen, wie du dir angeguckt hast, klar hast du das verstanden. Ja, bei mir kam dann auch die Aussage zu ihr, wäre schön gewesen, wenn es ein Buch gegeben hätte, ja, oder auch zwei, wo all das, was ich jetzt aufgesaugt hätte, mal so vernünftig und komprimiert drin gestanden hätte. Und da kam dann die Rückmeldung, ja, dann schreib doch selber eins, du wolltest doch immer schon mal eins schreiben. Und naja, so kam es dann halt auch, dass ich dann versucht habe, ein Buch als Nicht-ITler für Einsteiger aus dem Nicht-IT-Bereich zu schreiben. Letztes Jahr dann auch auf Amazon rausgekommen, dadurch ja viele Sachen im Krypto-Umfeld passiert. Ich habe bis dato an der IHK und am TH-Bildungszentrum hier in Deutschland unterrichtet. Und das für die Bereiche Personal und Vertrieb, das ist so das, in dem ich groß geworden bin. Und da bekam man natürlich mit, dass ich da dieses Buch geschrieben hatte und hat dann auch angefragt, ob ich nicht Lust hätte, auch da zu unterrichten für Einsteigerkurse. Das mache ich jetzt auch parallel, damit fing das alles so ein bisschen an. Und ja, genau, dann kam nach und nach auch die Idee zu der jetzigen Firmengründung von Starts, aber da sprechen wir später nochmal drüber. Kurze Frage, bevor der Chris gleich seine Frage stellen darf. Wie heißt dein Buch? Kannst du kurz noch was dazu sagen? Um was geht's? Wie viele Seiten hat's? Mhm. Ist es auch in Papierform erhältlich? Ja, genau. Also man kann es ganz normal als Kindle, als E-Book bestellen, aber auch gebunden oder halt im ganz normalen Papierformat. Heißt Blockchain-Millionär. Habe dort wirklich versucht, die Sachen, die ich für mich selber als wichtig empfunden habe, als ich mich mit dem auseinandergesetzt habe, relativ kompakt zusammenzuschreiben. Müsste jetzt lügen, also mit wirklich Einleitungen und Literatur hinten dran sind es, glaube ich, um die 150, 160 Seiten. Also ein recht dünnes, kompaktes Buch, was man relativ fix durchgelesen hat, ja. Genau, also wirklich für die Leute, die sich mit der Thematik auseinandersetzen wollen, in dem Bereich vorstoßen möchten. Also dafür ist es absolut geeignet. Wenn man sich jetzt wirklich ins Detail in die Tiefe mit beschäftigen müsste, müsste man natürlich noch Aufbaubücher nehmen. Dezentrales Geld zum Beispiel, wie meins, sage ich jetzt mal. Eins davon hieß mal Homepage Google Millionär. So, und dann hatte mich Google von der Monetarisierung ausgeschlossen. Naja, egal. Ja, lieber Marco, dann würde ich gern wissen, was ist deine Definition von DeFi oder DeFi? Das ist ganz interessant, weil wenn man googelt, hat bestimmt jeder schon mal getan, gibt es verschiedenste Ansätze dazu. Ja, also es gibt so eine richtige
Ich glaube, ultimative passive Antwort gibt es dafür nicht. Also für mich ist es einfach wirklich die dezentrale Finanzwelt. Das heißt, sprich, die Möglichkeit, unabhängig ohne Mittelsmänner und das normale Finanzwesen, was wir haben, einfach zu agieren und seine Finanzen selber in die Hand zu nehmen und selber zu steuern, ohne dass man da halt auf andere Intermediäre oder Firmen angewiesen ist. Zurzeit funktioniert es ja eigentlich nur anders. Das ist leider so, ja, oder größtenteils zumindest. Es gibt ja vereinzelte Lösungen, die vielen leider auch nicht bewusst sind oder die viele noch gar nicht kennen. Und ich glaube, das ist auch so eine Aufgabe der kompletten Kryptobranche, das so ein bisschen nach außen zu tragen und ja, den Leuten, die sich bis dahin nicht auseinandergesetzt haben mit diesen Themen, das einfach näher zu bringen. Wenn du jetzt 1.000 Euro von uns bekommen würdest, ja, oder du bekommst sie zur Verfügung, wie würdest du sie jetzt eintauschen? Gute Frage. Ich würde auf jeden Fall erstmal 10% davon spenden. Welche Organisation wüsste ich jetzt nicht, aber das würde ich auf jeden Fall schon mal machen. Und die anderen 900 würde ich auf jeden Fall anlegen. Das jetzt auch nicht alles auf eine Karte setzen, sondern schon versuchen, so ein bisschen aufzuteilen. Aktien, ETF, Krypto, das wären wahrscheinlich so die drei Hauptanlagefelder, die ich persönlich auswählen würde. Und dann logischerweise mit dem Ziel, das zu multiplizieren. Okay, und wenn du jetzt sagst Krypto, wenn wir da jetzt quasi hineinschauen in diesen Bereich Krypto, wie würdest du da die ersten Ansätze finden? Also für mich selber ist es so, dass ich 2, 3 Coins habe, in die ich immer ganz gerne investiere und das andere sind dann eher Projekte, auf die ich aufmerksam werde, an die ich glaube, wo ich großes Potenzial sehe, wo ich dann rein investiere. Das heißt, da müsste ich natürlich dann in dem Moment, wo ich 1.000 Euro bekomme, auch das passende Projekt gerade von der Nase haben. Ansonsten sind das eher so klassische große Positionen. Und konkret? Also welche Kryptoassets siehst du gut und warum? Also ich halte sehr, sehr viel von Bitcoin. Also es ist für mich wirklich diese Art digitales Gold, von dem alle sprechen. Also es ist für mich auch mehr einfach eine finanzielle Absicherung als ein Investmentvehikel, um da wirklich große Hebelwirkung zu erzielen, wobei auch da die Möglichkeiten natürlich da sind. Ich bin auch ein Freund von Ethereum, ja, auch wenn da die ja, Schnelligkeiten und die Gas-Fees doch deutlich höher sind als bei anderen Lösungen, die am Markt existieren. Aber es ist einfach, auch von der Marktkapitalisierung her, ist für mich einfach eine recht sichere Anlage. Also dass bei diesen beiden Positionen was passiert, halte ich für sehr, sehr unwahrscheinlich. Deswegen würde ich da einen Großteil oder habe ich da einen Großteil meines Kapitals reingesteckt. Wie gesagt, ansonsten sind das eher so Projekte, wo ich mich mit identifiziere selber oder wo ich großes Marktpotenzial sehe. Im DeFi-Bereich bin ich beispielsweise auch investiert, habe in DFI investiert, die Kryptowährung von dem Dr. Julian Hosp, den ich auch persönlich schon getroffen habe. Das heißt, da ist es dann halt auch so ein bisschen diese Persönlichkeit, die Glaubwürdigkeit, also dieser Trust-Faktor. Das ist mir immer ganz, ganz wichtig, dass man auch das Team, ja, man muss es nicht persönlich gesehen haben, aber zumindest weiß, was für Leute stehen dahinter, was sind die handelnden Personen und was bringen die eigentlich als Background mit. Ja, lieber Marco, ich habe vielleicht einmal die erste allgemeine Frage so über das Projekt Staats. Was macht Staats genau? Jawohl. Ja, was machen wir? Wir haben uns auf die Fahne geschrieben, so ein bisschen die Welt des Sports und die Welt des Entertainments zu verändern und zu revolutionieren. Und zwar wollen wir eine deutlich größere Fanbindung schaffen und kreieren zwischen den jeweiligen Fans und den entsprechenden Stars, die entweder Fußballvereine, Fußballspieler, Musiker, Künstler sein können. Wir stellen dort entsprechende sogenannte Fan-Token zur Verfügung, die wir entsprechend imitieren, die mit unserer Kryptowährung dann erworben werden können. Und dort schaffen wir ein Ökosystem, wo über verschiedenste Formen Fans mit ihren Stars interagieren können. Das geht los mit einfachen Votings, wo man sich an Entscheidungen, die der jeweilige Star oder Verein hat, mit beteiligen kann. Also beispielsweise, wenn wir jetzt einen Sänger nehmen, wo die nächste Tournee als erstes stattfinden soll, in welcher Stadt oder in welchen Städten allgemein, dass man da halt mitvoten kann. Wir werden an dieses Ökosystem so eine Art One-Stop-Shop binden. Also wir wollen, dass eigentlich im Prinzip jeder Fan die Möglichkeit hat, über eine Plattform zu agieren. Das heißt, die Merchandising-Shops würden wir mit anbieten, wenn das die jeweiligen Vereine und Stars wünschen. Streaming-Möglichkeiten würden wir mit anbieten, dass beispielsweise auch vor einem großen Konzert einfach mal Backstage 10 Minuten reingestreamt wird, dass man mal Momente als Fan erlebt, die man selbst, wenn man vor Ort ist im Stadion, sonst gar nicht mitbekommt. Dann haben wir dazu noch eine sogenannte Social-Media-Plattform, wo wir aus sämtlichen Social-Media-Kanälen die Informationen zusammensuchen und zusammenfiltern, ja, dass man die auch kanalisiert auf einer Seite bei uns dann finden kann.
Ticketing haben wir uns auf die Fahne geschrieben, das ein bisschen zu revolutionieren. Man hat das ein bisschen mitbekommen, insbesondere im Fußballbereich. In der letzten Saison beim Champions League-Finale zum Beispiel, wo viele ja, gefälschte Karten im Umlauf gewesen sind. Oder auch im Europa-League-Spiel Barcelona-Frankfurt, wo ja fast das ganze Stadion mit Auswärtsfans voll war, weil einfach keine Kontrolle über den Fluss der Karten da gewesen ist. Genauso wie ja solche Zwischenhändler, ja, Schwarzmarkthändler oder auch Viagogo, die ja zu überteuerten Preisen die Tickets verkaufen. Dem wollen wir einen Riegel vorschieben durch die Möglichkeit, Tickets als NFT zu kreieren, die wir dann über die Blockchain logischerweise komplett nachverfolgen können und steuern können. Das ist auch noch so ein Thema, was wir uns auf die Fahne geschrieben haben. Und das größte Projekt, was aber erst kommen wird, nachdem das ganze Ökosystem steht, ist, dass wir einen kompletten Sportverein aufkaufen wollen und den dann auch eine sogenannte dezentrale autonome Organisation umfirmieren oder laufen lassen möchten, sprich dann wirklich sämtliche Entscheidungen dahin zu bringen, wo sie aus meiner Sicht hingehören, ja, und zwar zu den Fans, wo dann auch wirklich von welcher Trainer soll es werden, welche Vertragslaufzeit, welches Gehalt, alles mit entschieden werden kann. Das ist so ein bisschen die Version, die wir haben und das, was wir tun. Das klingt aber jetzt nach ganz schön viel Arbeit. Ja, das ist nicht von heute auf morgen gemacht. Ja, wir sitzen auch schon eine ganze Weile dran. Ja, die Idee ist nicht gestern entstanden. Und auch das Ökosystem, also bis das alles steht, auch jetzt nicht komplett im Ganzen. Der Plan ist, dass wir im Dezember live gehen mit der Plattform. Aber das sind dann auch noch, ich will nicht sagen, einfachste Funktionen. Aber das ist dann nur das Voting-System in Anführungsstrichen und das Thema Social Media und Marketplace dran. Und die anderen Themen binden wir dann halt nach und nach immer an. Dezember 2023, ne? Genau. Vielleicht noch eine kurze Frage zu eurem Namen. Wo kommt das her mit dem Start? Genau, also wir haben lange überlegt, welchen Namen wir dem Projekt geben. Und letztendlich haben wir dann immer über die Stars gesprochen und haben uns eigentlich dann auch gefragt, wer ist denn jetzt eigentlich der Star? Ist das jetzt die Einzelperson? Ist das vielleicht sogar der Verein? Ist das der Fan? Oder was ist das? Und wir haben gesagt, eigentlich ja, auf einer Plattform, wo alle miteinander vernünftig agieren, sind wir das eigentlich alle. Ja, und dann dachten wir, welchen passenden Namen gibt es denn dann eigentlich für uns oder auch für die entsprechende Währung, die wir rausbringen. Der Gedanke war jetzt nicht zwingend mit ZZ zu schreiben. Im Nachhinein finden wir es jetzt irgendwie ganz, ganz cool und ganz sexy. Ja, die anderen Namen waren halt einfach alle schon vergeben, sodass wir uns ein bisschen Gedanken machen mussten und das abwandeln. Speziell auch die Zielgruppe hast du natürlich jetzt angesprochen. Und auch, so wie du jetzt gerade gesagt hast, die Alleinstellungsmerkmale eigentlich auch schon einige, aber die nächste Frage ist vielleicht auch dahingehend eine Ergänzung. Welche Probleme genau, also was ich jetzt verstanden habe, ist zum Beispiel jetzt beim Ticketing, dass da keine Fälschungen auftreten und so weiter, aber jetzt vom restlichen Ökosystem, welche Probleme plant ihr da wirklich aufzulösen oder neu abwickeln zu können? Also ich selber bin auch passionierter Sport und insbesondere Fußballfan. Was ich halt immer merke, ein großes Problem ist einfach, dass man doch recht wenig einbezogen wird in irgendwelche Themen, die jeweiligen Sportvereine betreffen. Das versuchen wir halt zu lösen durch diese Partizipation über diese Votings, ja, sofern wir noch nicht über diesen Sportverein sprechen, den wir dann selber mal kaufen. Ja, also eine gewisse Einflussnahme zu bekommen, die man einfach aktuell gar nicht hat. Ich würde sagen, jetzt stecke ich nicht mehr ganz so viel Geld rein. Früher ist da schon einiges an Geld mit reingeflossen in dieses Hobby. Richtig gesehen, gefühlt habe ich mich aber eigentlich nie. Das ist auch so ein Problem, was wir gesehen haben. Das heißt, wir möchten oder wir wissen ja auch, welcher Fan hält letztendlich von seinem Star wie viele Token, wie oft agiert der auf der Plattform, auf was reagiert der, sodass wir auch die Möglichkeit haben, entsprechende Fans, die wirklich totale Passion zeigen und brennen für ihren Star, die mit entsprechenden Rewards und Incentives, möchte ich mal sagen, nicht überschütten, aber dass sie dir halt irgendwie was zurückbekommen. Das können dann Meet and Greet sein oder vielleicht auch mal so ein VIP-Ticket oder so eine Q&A direkt mit dem jeweiligen Star online, also solche Sachen. Dann hatte ich ja auch diese Thematik mit der Plattform angesprochen, dass wir so einen One-Stop-Shop haben möchten, weil ich merke selber, wenn ich mir Sachen mal mit meinem Verein raussuche, also man ist auf verschiedensten Social-Media-Seiten da und hups von rechts nach links und weiß eigentlich teilweise gar nicht, wo man gucken soll. Dann ist es auch noch so, dann braucht man vielleicht nochmal ein Trikot, dann ist man wieder auf der Seite vom jeweiligen Verein, dann braucht man ein Ticket, dann macht man das vielleicht über Eventim. Ja, das heißt, ich bin auf hunderten Seiten unterwegs und da möchten wir einfach die Lösung bieten, halt wirklich alles über eine Plattform abbilden zu können. Ein anderes Problem ist halt wirklich, dass der Einfluss der Fans eigentlich gar nicht da ist. Und das wollen wir dann halt wirklich mit diesem Sportverein abbilden, den wir dann mal aufkaufen. Das sprechen wir jetzt aber wirklich über eine Timeline von 2 bis 3 Jahren. Das ist so der Nutzen,
und die entsprechende Problematik, die wir bei den Fans gesehen haben. Genauso gibt es aber auch auf Seiten der entsprechenden Stars oder Vereine. Da ist es beispielsweise so, dass insbesondere im Bereich des Sales doch relativ beschränkte Monetarisierungsmöglichkeiten oder Vermarktungswege da sind. Das heißt, wir stoßen hier einfach auch eine neue Tür auf, indem wir einfach auch im Prinzip das komplette Web3-Marketing freischalten, das viele Vereine noch gar nicht auf dem Schirm haben. Dann ist es genau das Gleiche, wenn man auf Gelder angewiesen ist, Gelder einnehmen möchte, da ist man oft immer auf Zwischenhändler wie Banken etc. pipapo angewiesen. Das heißt, mit so einer Emission eines Tokens gibt es natürlich auch die Möglichkeit, neue Einnahmequelle erstmal in Anführungsstrichen zu generieren und auch eine gewisse Unabhängigkeit von Banken oder anderen Zwischenhändlern zu bekommen. Auch dieses Thema Kommunikation hatte ich ja angesprochen. Das heißt, es läuft über hunderte verschiedene Channel für die jeweiligen Vereine. Und auch da gibt es dann die Möglichkeit, das wirklich kanalisiert einfach über unsere eigene Plattform zu machen, was natürlich auch Zeit, Kosten und Geld einsparen kann. Das andere ist auch ein zielgerichtetes Marketing. Ich hatte vorhin schon erwähnt, wir wissen genau, welcher Fan hält wie viel Token, wie oft nimmt er an irgendwelchen Abstimmungen teil. Das heißt, wir sehen relativ klar den Wert eines entsprechenden Fans oder auch den Customer Lifetime Value können wir natürlich bemessen. Diese Möglichkeiten gibt es eigentlich aktuell gar nicht bis kaum. Ja, dafür sind wir einfach da. Das wollen wir machen. Das sind die Probleme, die wir lösen wollen, um vielleicht auch nochmal auf dieses Alleinstellungsmerkmal zurückzukommen. Es gibt Anbieter am Markt, die bereits Fan-Token anbieten. Ja, die bieten beispielsweise diese Voting-Mechanismen mit entsprechenden Rewards an. Was wir aber haben als Alleinstellungsmerkmal ist, dass wir uns nicht nur in diesem Sportbereich bewegen, wie die meisten aktuellen großen Anbieter, sondern im Prinzip auch wirklich auf diese Einzelpersonen zugehen, wie Schauspieler, Musiker, Sänger, die im Prinzip eine große Fanbase haben, wo wir eigentlich die Möglichkeit sehen, für die macht das Sinn, einen solchen Coin zu kreieren. Kannst du noch mal ein bisschen was zur Zielgruppe sagen? Ist sie jetzt Schauspieler, Sänger, Sportler oder kann man die noch weiter fassen? Was ist jetzt mit Künstlern, Bildhauern, Malern? Die haben ein bisschen zu kleinere Fanbase. Genau. Die sind jetzt ja, genau, die sind dann noch ein bisschen überschaubar. Genau. Also es wird größtenteils der Sportbereich sein, weil natürlich die meisten Fans sich in diesem Bereich tummeln. Danach genau folgt dieser Bereich Musik und Schauspiel, sage ich mal, in der Regel. Wir sind aber relativ offen auch für weitere Bereiche. Also wir haben uns jetzt nicht komplett darauf beschränkt, aber es muss, wie du es gerade gesagt hast, also es muss eine entsprechende Fanbase hinten dran stehen, damit sich das ganze Projekt überhaupt in der Umsetzung auch lohnt. Es könnte jetzt natürlich auch ein Museum sein oder irgendein anderes Kulturhaus, was immer wieder Ausstellungen macht. Verschiedene. Zum Beispiel, genau. Es könnten eigentlich auch Firmen sein, aber davon haben wir uns jetzt, das haben wir erstmal Abstand von genommen. Also beispielsweise rein theoretisch könnte ja auch Apple oder Tesla so einen Token kreieren. Ja, aber wir haben gesagt, wir fokussieren uns jetzt wirklich erstmal auf diese entsprechenden Zielgruppen. Ja, ob sich das nochmal im Laufe der Zeit, der Jahre oder was auch immer ändert. Ja, kann sein, aber ne, also das ist jetzt so, dass auf was wir uns verständigt haben. Wie ist das jetzt dann vom Zeitlauf, wenn du meinst, jetzt über die nächsten Jahre verändert haben? Wie schaut das aus? Wie schaut eure Planung jetzt für die nächsten Jahre aus? Genau, also das erste Ziel ist ja, wie gesagt, die Plattform im Dezember als Pilot live zu bringen. Da sind wir dann mit 5 bis 10 verschiedenen Champions, die wir onboarden. Also wir sagen immer Champions zu den jeweiligen Vereinen oder Stars, die wir dann halt onboarden. Dann wollen wir natürlich komplett live gehen nach einer Testphase, die 3 Monate läuft, das heißt im Frühjahr 2025. Und dann machen wir uns daran, diese einzelnen Bausteine zusammenzuschustern. Das heißt, dass wir das Thema NFT-Ticketing mit integrieren, dass wir uns auch schon mal Gedanken machen zu diesem Thema Streaming. Wie bauen wir dieses Streaming-Thema ein in die Plattform? Und sobald dieses ganze Konstrukt steht, da sprechen wir dann wahrscheinlich von, ja, ich sag mal, Herbst oder sogar Ende 2024, dann würden wir dieses Thema des DAO-Clubs mit auf den Schirm nehmen wollen, weil das doch allein von den rechtlichen Themen ein recht großes Konstrukt ist. Und ja, schauen wir uns das einmal an. Okay. Ja, ganz kurz zur Zeitleiste. Marco, du hast 2025 gesagt. Du meintest aber 2024. Ja. Ich wollte gerade dich noch korrigieren, Marco, du hast 2025 gesagt, früher, wo ihr live gehen wollt, sondern 2024. Wir haben jetzt erst 23, zum Glück. Ja. Sonst wäre ich noch ein Jahr älter. Aber in Krypto vergeht die Zeit eh so schnell und wer guckt da schon auf die Uhr? Ja. Die Frage ist jetzt, du hast ein bisschen schon immer hier und da ein bisschen beantwortet, ich würde es aber trotzdem nochmal explizit stellen. Warum braucht man jetzt ein eigenes Projekt wie Starts? Warum kann ich jetzt nicht so ein Projekt wie von den anderen nehmen? Es gibt da bestimmt auch schon Mitbewerberprojekte, die Blockchain-basiert
einen Teil eurer Funktionalität abbilden können, oder? Absolut. Also wie gesagt, ich hatte es ja schon gesagt gehabt, dass es auch Anbieter gibt, die diese Fan-Token auf den Markt bringen. Kann man dann wieder aus zwei Seiten betrachten. Einmal aus der Seite des jeweiligen Fans und aus der Seite des jeweiligen Stars. Ja, also beispielsweise, wenn jetzt unser Wettbewerber den Token nicht hat oder nicht führt oder nicht listet von seinem jeweiligen Verein oder Star, dann hilft das natürlich nicht weiter. Und wenn wir diese Kontakte haben oder diese entsprechenden Stars onboarden, dann macht es natürlich Sinn. Es ist, also ich sag mal, es ist ähnlich wie draußen in der freien Wirtschaft sowieso. Wettbewerb belebt das Geschäft. Ja, und wir befinden uns hier in einem Markt, der wirklich noch in den Kinderschuhen steckt. Aus meiner Sicht vielleicht einmal 1-3% des Potenzials erst erschöpft hat. Von daher bin ich sogar der Meinung, dass es noch weitere Projekte in diesem System einfach braucht, um da unterwegs zu sein. Und dann ist es bei uns natürlich nochmal so, dass wir zu diesen bestehenden Systemen, die es am Markt gibt, nochmal einen deutlichen Mehrwert bieten, nochmal ein paar USPs mit auf den Markt werfen, die uns aus meiner Sicht nochmal ein bisschen attraktiver machen als bestehende Wettbewerber. Sag, wir haben einmal schon darüber gesprochen, beziehungsweise habe ich mal die Unterlagen kurz durchgeschaut. Jetzt eine Grundsatzfrage, die sich noch aufwirkt als Zwischenfrage von mir. Wir reden jetzt über ein Coin-Projekt oder ein Token-Projekt, rein aus technischer Sicht. Unser eigener Token, unsere native Kryptowährung in dem Sinne, ist ein ERC-20 Utility-Token, der Stars-Token. Und mit dem hat man die Möglichkeit, dann auf unserer Plattform diese entsprechenden Stars-Token in die jeweiligen Token seiner Champions, sage ich mal, einzutauschen. Und das sind auch entsprechende Utility-Token, die wir da, herausgeben. Ihr habt keine eigene Blockchain, sondern ihr habt halt einen Token, der auf der Ethereum-Blockchain läuft. Ne? Exakt, genau. Wir haben uns für die Ethereum-Blockchain entschieden und bauen auch keine eigene Blockchain. Was wir allerdings tun werden, also unser Haupttoken, der SZ-Token, der Stars-Token, der läuft auf der Blockchain. Wir planen aber für sämtliche Champions-Token eine entsprechende Sidechain zu bauen, wo wir dann die entsprechenden Fan-Token andocken. Warum wollen wir das machen? Um entsprechend deutlich schneller und auch kostengünstiger zu agieren, als es halt über die Hauptchain dann laufen würde. Und wo stehen dann die Server für die Sidechain? Macht ihr dann komplett die oder kann man sich dann auch irgendwie mitbeteiligen mit einem eigenen Server und Geld verdienen? Oder wie habt ihr das gedacht? Nee, also die würden wir selber aufsetzen. Wo wir das machen, sind wir momentan noch, wir haben mehrere Standorte zur Auswahl, haben uns aber noch nicht final entschieden. Also von daher kann ich da noch keine finale Antwort geben, würden wir aber auf jeden Fall dann publizieren, wenn es soweit ist. Nächste Frage, Marco. Ihr habt ja, so wie ich das verstehe, habt ihr so eigentlich drei Hauptbereiche, in denen ihr tätig seid. Das ist einmal diese Champions-Token, einmal die Plattform selber, also wo die ganze Abwicklung passiert und ihr plant ja noch eine Börse. Kannst du ein bisschen was dazu sagen und warum überhaupt auch eine eigene Börse? Grundsätzlich müsste man halt ansonsten gucken, dass man wirklich jeden einzelnen Fan-Token auf unterschiedlichen Handelsplätzen platziert. Ist natürlich immer ein zusätzlicher Aufwand, auch mit Kosten verbunden, so ein Listing zu machen. Von daher haben wir uns dafür entschieden, das über unsere eigene Plattform abzubilden. Ja, das heißt, dass wir eine Exchange selber hinten dran stellen. Für uns bringt es natürlich noch einen weiteren Vorteil, logischerweise, dass die entsprechenden Trading-Gebühren nicht bei den großen Zexes oder Dexes landen, sondern die landen dann bei uns, beziehungsweise bei uns und den Stars. Ja, zum anderen ist es so, dass die Gebühren auch deutlich niedriger sind, als wenn wir jetzt die Coins bei einer großen Börse listen würden. Das heißt, der User profitiert von günstigeren Konditionen und die entsprechenden Erträge teilen wir uns noch mit den entsprechenden Stars, sodass im Prinzip alle drei im Bunde davon profitieren. Zu den Champion-Tokens und Plattformen oder war das jetzt die Antwort auf alle drei Bereiche? Ich habe das jetzt so ein bisschen vermischt. Also ich wüsste jetzt nicht, wie ich den Champion-Token nochmal im Detail genauer okay. beleuchte. Na gut, reicht als Antwort, ist schon okay. So, und die Plattform, wie würdest du jetzt die definieren oder was ist jetzt die Plattform bei euch? Ist das umfasst ja ziemlich viele Sachen, ne? Es sind wahrscheinlich Webseiten, auf denen ich mir jetzt kumuliert, aggregiert die Nachrichten anschauen kann, aber es ist ja noch mehr. Ja, also es wird so sein, dass man einmal diese normale Kaufplattform hat und die Exchange, wo man seine Token traden kann, sagen wir als ein Hauptblock, gibt es die Möglichkeit, die eigenen Token, die man für sich erworben hat, die sieht man dann auf dem Startbildschirm auch und kann dann auf den jeweiligen Verein Star draufklicken und kommt dann auch wirklich in so eine Art
Unterfeld hinein, ja, sodass man sich dann wirklich die entsprechenden Themen von seinem Star anschauen kann. Das heißt, es sind dann auch nochmal wieder Unterseiten, wo es dann um die Themen geht. Was interessiert mich jetzt gerade zu meinem Star? Social Media Aktivitäten, der Merchandising Shop. Also man kann sich das vorstellen, dass wirklich von oben nach unten runtergebrochen die einzelnen Funktionalitäten dann abbildbar sind. Vielleicht jetzt nochmal eine Frage technisch zu den Token. Wie aufwendig ist es für euch, einen neuen Token zu kreieren? Ist nicht wirklich aufwendig. Das ist relativ schnell in Anführungsstrichen und jetzt auch nicht mit unglaublichen Kosten verbunden. Also das ist relativ einfach gemacht in Anführungsstrichen. Ja, also klar muss man da ein gewisses Know-how mitbringen und das alles vernünftig aufsetzen, insbesondere dass im Nachhinein auch keine Fehler auftreten. Also wenn da im Vorfeld Fehler gemacht werden, dann kann einem natürlich das ganze Ding um die Ohren fliegen. Und wie sieht es da jetzt mit dem Verdienstmodell aus? Ich meine, ihr habt ja als Plattformbetreiber Kosten und ihr wollt natürlich auch ein bisschen was verdienen. Und erstmal wird es da eine Gebühr geben für die Einrichtung der Token? Ich nehme an, vermutlich ja. Und gibt es dann vielleicht auch irgendwie noch laufende Gebühren für den, sagen wir mal, Token-Initiator, müssen wir so ausdrücken? Ja, genau. Also wir haben vom Revenue-Modell her ist es so, dass wir partizipieren an diesen Trading-Gebühren. Das heißt, jedes Mal, wenn jemand unseren Stars-Token kauft, ja, oder vielleicht auch einen Wallet-to-Wallet-Transfer macht mit seinen Token, weil er sagt, nee, ich hätte die lieber gerne in meiner eigenen Hand und würde die ungern auf der Plattform lassen. Dafür werden halt jedes Mal Gebühren fällig, die wir uns aber auch, wie gesagt, teilen dann mit dem entsprechenden Star. Was wir auch haben, ist natürlich dann bei der Emission des entsprechenden Fan-Tokens eine entsprechende Marktkapitalisierung, die natürlich kommt mit einem entsprechenden Kapitalfluss. Die werden individuell ausgehandelt mit den jeweiligen Stars. Also in der Regel visieren wir da schon ein faires Verhältnis an von 50-50. Das heißt, dadurch kommen entsprechende Revenue-Streams mit rein. Das Gleiche dann logischerweise auch, wenn später das Thema NFT-Ticketing kommt. Ähnlich wie Firmen wie Eventim, Viagogo, Prozente nehmen wir die auch. Ja, wobei der Aufwand natürlich in der Abwicklung bei uns völlig automatisiert läuft und relativ einfach in Anführungsstrichen ist. Das heißt, die Gebühren sind auch da für Fans als auch für die entsprechenden Stars geringer. Das heißt, auch da partizipieren wieder alle von. Merchandising-Artikel, genau das Gleiche, nehmen wir eine kleine Gebühr, die aber auch immer noch geringer ist als bei anderen größeren Plattformen. Die Gebühren haben eine Höhe so im einstelligen Prozentbereich, im unteren einstelligen Prozentbereich, ne? Und Wenn ich jetzt Tokenhalter bin vom Staatstoken, kann ich den staken und bekomme ich da irgendwie noch einen Anteil an euren Einnahmen oder ist das jetzt nur einfach so ein Token, wo ich mitbestimmen kann und zeigen kann, dass ich es toll finde, das Projekt. Genau, exakt das Letztere ist es. Also es ist wirklich ein reiner Utility-Token. Das heißt, wir bieten damit nur einen Nutzen und jetzt soll jetzt kein finanzielles Finanzinstrument sein, mit dem am Markt agiert wird, sondern es soll wirklich genutzt werden, um diese entsprechenden Entscheidungsprozesse durchzuführen. Was man natürlich sagen muss, ja, weil Staking geht dementsprechend logischerweise dann nicht, weil es die Funktionsweise so aufgebaut ist, wie wir sie haben. Aber was natürlich immer mal passieren kann, je nach Angebot und Nachfrage, dass der Wechselkurs des entsprechenden Fan-Tokens natürlich nach oben oder nach unten abweicht. Das heißt, auch ungewollterweise können natürlich dadurch entsprechende Preissteigerungen eintreten. Ja, deswegen wird es wahrscheinlich auch so sein, dass wir nicht nur Fans anlocken werden, sondern auch die ein oder anderen Trader oder Investoren. Ich bezog jetzt meine Frage aber auf den Starts-Token und wenn du hast ja vorhin erzählt, 1.000 Euro, dass du da auch in den Aktienbereich ein bisschen Geld reintun möchtest und im Aktienbereich gibt es normale Aktien mit Stimmrechten und es gibt Vorzugsaktien. Und wenn ich jetzt quasi den Token stake, dann ist es ja wie eine Vorzugaktie. Ich sperre den weg und verzichte auf mein Stimmrecht, aber bekomme dafür halt eine höhere Ausschüttung. Und das war jetzt so ein bisschen der Hintergrund meiner Frage, ob es da die Möglichkeit bei euch auch gibt oder ob die angedacht ist oder wie auch immer. Ja, nee, also gibt es bei uns nicht, ist auch nicht angedacht. Also ich finde das grundsätzlich selber auch mal interessant und sexy. Also ich stake auch einige meiner Coins, also zumindest die gehen. Bitcoin geht natürlich nicht, weil Ethereum ist ja relativ frisch. Aber nee, also ist bei uns wirklich nicht möglich. Aber jetzt auch nicht auf dem Schirm, dass wir das machen wollen. Ich bin immer so für Geldanlagen für Faule. So und ich habe da nicht immer Lust, die ständig irgendwie mich beschäftigen zu müssen, sondern ich überlege halt, investiere und dann lasse ich das halt liegen. Und da wäre das Staking natürlich eine gute Möglichkeit, wenn ich der Entwicklung des Tokens vertraue, lasse ich die halt liegen und stake den automatisch immer. Und in 2 Jahren gucke ich es mir an und dann
verkaufe ich den oder mache was anderes damit. Okay, das heißt, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, es gibt keine Möglichkeit jetzt am Projekt, sprich an dem Unternehmen, gibt es einen Unternehmensstart, an dem ich quasi eine Beteiligung erwerben kann, um an dem Wert des Unternehmens, was das Unternehmen über diesen Utility-Token aufbaut, eben mit zu partizipieren, oder wollte da nichts anbieten? Doch, also wären wir bereit dazu. Also wir befinden uns jetzt natürlich doch in der aktuellen Phase kurz vor unserem ICO und sind momentan am Kapital sammeln. Sofern der entsprechende Partner passt, das Angebot passt, sind wir auch offen für eine direkte Firmenbeteiligung. Okay, und zu dem Utility-Token habe ich jetzt noch eben die Frage, du hast zwar erklärt, vorher ihr habt zum Plan im Prinzip eine eigene Exchange aufzubauen, um das Ganze zu vereinfachen, zu beschleunigen, aber gibt es Pläne im Prinzip bei anderen Börsen sich listen zu lassen, um auch die Möglichkeit zu bieten, anderen auch irgendwo anders den Token zu tauschen? Ja, absolut. Also ganz, ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst. Also ich habe selber auch schon mal an ICOs teilgenommen. Da war die ICO vorbei und du konntest den Token nirgends verkaufen. Das ist also aus Anlegersicht, aus meiner Sicht, eine völlige Katastrophe. Von daher sind wir mit entsprechenden Exchanges im Austausch. Wir planen über zentrale als auch dezentrale entsprechende Listings vornehmen zu lassen, dass zumindest jeder die Möglichkeit hat, auch außerhalb unseres Ökosystems den STARS-Token, aber auch wirklich nur den STARS-Token entsprechend auch, sag ich mal, zu kaufen oder logischerweise auch zu veräußern. Da ist jetzt auch ein wichtiger Punkt gefallen, den du angesprochen hast mit zentralen und nicht zentralen. Und ich bin ja sehr stark, ich komme sehr stark von der Bitcoin-Seite, ja, und da ist ja dieses Thema der Dezentralität ganz ein eklatant wichtiges. Und deswegen wollte ich da vielleicht einmal noch genauer hineinfragen, was bedeutet denn für euch Dezentralität? Also für mich ist es auch eine Form der Sicherheit. Ja. Also ob man sich jetzt die Kryptowelt anguckt oder die normale Welt da draußen, also man hat es ja gesehen an unserem tollen süddeutschen aktiennotierten Unternehmen, ja, mit Wirecard, was an die Wand gefahren wurde. Also das heißt, alle schimpfen immer über die Kryptobörse. Ja. Das wird dann oft immer ein bisschen vernachlässigt. FTX war da natürlich das klassische Fallbeispiel wieder, wo es reingeschossen ist. Und was ich jetzt auch so ein bisschen merke, ist, dass glaube ich, dieser Fall so ein bisschen der Kryptowelt auch gut tat, weil doch viele User jetzt von den zentralen Plattformen rüberwechseln zu den dezentralen Plattformen. Ja, das heißt, die wirklich komplett autonom laufen, wo man wirklich sein eigener Herr über sein Geld ist, ja, und nicht hoffen muss, dass das jeweilige Unternehmen oder die Plattform, wo man sein Geld liegen hat, nicht pleite geht oder mit den Geldern völlig falsch umgeht. Also das heißt, da hat man zumindest noch eine entsprechende Hoheit über diese dezentralen Plattformen. Du hast vorhin das Wort Unternehmensbeteiligung genannt. Gibt es jetzt natürlich in zwei Möglichkeiten, in zwei Richtungen. Einmal, dass jetzt Unternehmen bei euch sich beteiligen, wie auch immer, also wahrscheinlich eher so im klassischen Bereich, weniger jetzt beim ITO. Und die andere Möglichkeit wäre, dass ihr quasi mit dem eingeworbenen Geld euch bei anderen Unternehmen beteiligt. Kannst du da ein bisschen nochmal was dazu sagen, bitte? Also haben wir jetzt nicht vor, wir wollen wirklich das komplette eingesammelte Kapital dafür nutzen, dieses entsprechende Ökosystem aufzubauen. Das heißt, sprich, das wird in die IT-Infrastruktur, in Marketingmaßnahmen dann reinfließen. Das ist so das Ziel, was wir haben. Für die anderen Bereiche haben wir auch schon die ein oder andere Partnerschaft aufgebaut, die wir jetzt in Kürze nochmal veröffentlichen werden, womit wir das halt abbilden möchten, mit Bereichen, wo wir halt einfach nicht diese Expertise haben, die wir uns damit dazu holen. Ja, das sind dann teilweise wirklich ausgehandelte Verträge, die gegenseitigen Benefit versprechen, und ja, das alles halt, ohne dass man da sich jetzt irgendwie einkaufen muss. Marco, noch eine andere kurze Frage. Warum denkst du, ist es überhaupt wichtig, Fans zu monetarisieren? Gute Frage. Das ist natürlich jetzt nicht das Hauptziel, was wir haben, die Fans zu monetarisieren. Ja, das ist natürlich ein Nebeneffekt, der aus dem, was wir vorhaben und aus dem, was wir bieten, automatisch eintritt.
Aber ich glaube, es ist wie in jedem Bereich, ja. Also jedes Unternehmen versucht logischerweise seine Nutzer, seine User dazu zu bewegen, möglichst aktiv mit dem Produkt umzugehen und möglichst viel Geld zu generieren. Und das Gleiche versuchen wir natürlich auch, aber bei uns ist immer noch dieser Fokus des entsprechenden Mehrwertes einfach noch da. Ja. Und hilft natürlich genauso gut auch den Vereinen, die eine zusätzliche Einnahmequelle haben, vielleicht auch nochmal mehr Möglichkeiten haben, dadurch mehr an die Fans zurückzugeben über unsere Plattform. Das ist so das, was wir einfach sehen. Ja, durch höhere Monetarisierungsmöglichkeiten steigen halt auch die Möglichkeiten, mit entsprechenden Rewards und Incentives den Fans was zurückzugeben. Und auch gezielter natürlich zurückzugeben und jetzt nicht nur pauschaliert. Ne? Exakt, genau. Das ist das, was ich vorhin versucht habe zu erklären. Ja, genau, genau. Mhm. Du hattest vorhin die Begriffe DAO, was war Fußball nicht, Sportclub oder irgendeinen Club kaufen oder irgendwie oder Mannschaft, irgendwas. Kannst du da noch mal ein bisschen mehr dazu sagen? Also ich habe mich in der Zeit, wo ich mich mit diesen ganzen Themen Blockchain, Krypto auseinandergesetzt habe, bin ich auch auf das Thema DAO gestoßen. Hat mich gefesselt und nicht mehr losgelassen, muss ich einfach sagen. Also sprich diese wirklich dezentralen autonomen Organisationen, die teilweise komplett autark laufen können, wenn es möglich ist, mit durch ihre geschriebenen Smart Contracts, wo einfach je nachdem, wie die Entscheidungen getroffen werden, die auch ausgeführt werden. Fand ich super spannend und ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass das auch im Sportbereich funktionieren wird. Komplett wird es nicht gehen. Das heißt, man braucht immer noch die einzelnen handelnden Personen, sage ich mal, die jetzt vielleicht auch so einen Transfer umsetzen, die dann aber wirklich auch aus der Community kommen können. Das heißt, jeder hat die Möglichkeit, sich in die DAO zu integrieren, in die DAO einzukaufen und jedes Mitglied kann sein Wissen, was es hat, der DAO zur Verfügung stellen. Das heißt, ich glaube, allein dadurch, wenn ich teilweise sehe, dass in den Fußballvereinen ja oft ehemalige Spieler in Führungspositionen sitzen, glaube ich, dass wir da eine unglaubliche Hebelwirkung haben, indem man da wirklich extrem gute Menschen, die sich mit den Bereichen, ob das dann Finanzen sein wird, Marketing sein wird, extrem gut auskennen und damit den Verein einfach auf ein ganz anderes Niveau nochmal heben zu können. Ich selber war auch mal im Sportbereich tätig gewesen, auch selbstständig gewesen. Das heißt, ich habe mit verschiedenen Vereinen gesprochen, Spielern gesprochen, habe Spieleranteile als auch Anteile von Fußballvereinen vermarktet. Das waren Minderbeteiligungen und Mehrheitsbeteiligungen an Investoren und aus der Dachregion hauptsächlich. Und kenne mich daher auch so ein bisschen mit dem Preisgefüge aus. Also das heißt, es wird natürlich kein FC Chelsea sein, den wir da kaufen können, weil da sind wir mal schnell bei ein bisschen was über einer Milliarde. Aber es gibt wirklich tolle Fußballnationen, wo es in der zweiten Liga recht kostengünstigen Verein gibt. Und genau, den wollen wir aufkaufen. Und da wäre dann die Ambition, wirklich über diese entsprechende Struktur zu gucken, ob Fans das vielleicht besser hinbekommen, ja, als die aktuellen Vereinsführer. Plus, da ist man natürlich schnell irgendwie auch nicht in der DAO drin. Ne? Also eine DAO heißt ja eine dezentrale autonome Organisation und das heißt, du hast ziemlich viele Leute aus verschiedenen Ecken und Enden der Welt. Wenn es die Leute da so bekannt sind und sich einbringen, du brauchst ja auch ein paar Leute, die das dann quasi umsetzen, dann würde ich so gefühlsmäßig sagen, geht das eher so in Richtung Genossenschaft. Genau, also du brauchst natürlich auf jeden Fall, wie es vorhin gerade Leute vor Ort, ist immer der Personalstamm, wenn man das jetzt vergleicht mit einem aktuellen vorherrschenden Verein, wird aber deutlich, deutlich reduziert, weil du im Prinzip ja noch ja ausführende Organe hast, die das dann noch umsetzen, was beschlossen wurde. Mhm. Ja. Aber ich denke mal, es ist eine interessante Baustelle, die man mal durchdenken und weiterentwickeln kann. Und von der Idee her, denke ich mal, kann man da sicherlich das ein oder andere machen. So, letzte Frage auf dieser Folie. Marco, wie schaut es denn mit eurer Teamgröße aus und welche Positionen habt ihr denn da so vorgesehen in eurem Team? Kannst du da was dazu sagen, bitte? Ja, gerne. Ja, ist noch ein bisschen überschaubar. Also wir sind jetzt aktuell zu sechst. Das heißt, einmal meine Wenigkeit, hab den Fokus so ein bisschen auf die Themen Finanzen, Personal, Vertrieb. Das ist auch so das, was ich als Know-how mitbringe. Dann habe ich noch meinen Co-Founder mit drinne, der ist ja im Prinzip genau meine rechte Hand. Der ist nämlich genau für den Bereich IT sehr, sehr gut zuständig. Das heißt, das ganze Projektmanagement, ehemalig bei Microsoft gewesen, momentan bei einer der größten Beratungsfirmen, die es im IT-Umfeld gibt, ist dort als Director unterwegs. Das heißt, das Projekt, was ich bei uns als sehr groß empfinde, empfindet er nicht als groß. Das ist schon mal positiv. Ja, das heißt, ja, da ergänzen wir uns schon mal super, kennen uns auch seit über 20 Jahren. Das heißt, wir haben zusammen Abi gemacht. Ist auch mal wichtig, finde ich, dass die leitenden, führenden Personen sich einander vertrauen können und ja gut miteinander auskommen.
Dann haben wir noch den Jörg Zeitz, der bei uns im Prinzip als Head of Sales mit dabei ist seit dem 1.1. Also das komplette Core-Team, vielleicht nochmal ergänzend dazu, ist seit dem 1.1. Komplett an Bord gegangen. Ja, Jörg durch seine Expertise aus dem Sales, auch mit sehr, sehr guten Kontakten in die Sportwelt durch seine Vergangenheit. Dann haben wir noch die Maria Busek, Führungskraft aus dem Bereich Marketing, die bei uns halt sämtliche Themen absteuert und übernimmt Richtung Social Media Marketing und allgemeine Marketing-Themen. Und dann haben wir noch den Fabian Bäumler, das ist unser CTO, der sich dann wirklich auch um die Umsetzung der entsprechenden Themen kümmern würde, wenn es um den Aufbau der ganzen Infrastruktur und des Ökosystems geht. Und dann haben wir noch einen Werkstudenten mit dabei, den Fjodor Davides, den wir hoffentlich für uns dann auch bald gewinnen können. Der ist schon seit November sogar dabei. Das heißt, der hat mich und meinen Co-Founder schon tatkräftig vorher unterstützt und hinterlässt wirklich einen Top-Eindruck. Der kümmert sich ein bisschen um die Themen externe Partnerschaften. Das heißt, der fühlt überall schon mal für mich so ein bisschen vor, sondiert schon mal und hält mir wirklich echt gut den Rücken frei. Und ja, was ansonsten Positionen angeht, wird natürlich in Zukunft noch wachsen. Ja, also ich kann jeden gerne einladen, der das Projekt spannend findet, uns zu verfolgen, auch mit seiner Expertise, weil wir brauchen Product Manager, wir brauchen Projektmanager, wir brauchen Social Media Manager, Content Manager. Also wenn wir immer weiter wachsen, gerade insbesondere während der ICO und während des Aufbaus, stocken wir auf, gerne bei uns persönlich einfach melden. Wie macht ihr das mit der Programmierung? Weil ihr habt ja da auch einiges zum Programmieren. Macht ihr das selber? Habt ihr das außer Haus gegeben oder wie läuft das? Ja, wir wollen es größtenteils selber machen. Klar, da wo entweder wir an unsere Grenzen stoßen oder den Mehrwert nicht sehen, das selber zu machen, weil es entweder preislich oder qualitativ wenig Sinn ergibt, greifen wir auch auf externe Dienstleister zu, ja. Also kommen wir zur nächsten Folie. Die Frage ist jetzt, macht ihr ein Initial Token Offering, also offeriert ihr einen Token oder macht ihr eine Initiierung eines Coins, einer Münze? Du hattest vorhin, glaube ich, schon gesagt, ihr macht einen ERC20 Token, also somit habt ihr ein ITO, kein ICO, ne? Und dadurch, dass ihr das selber verkauft, stimmen halt die Begriffe. Es gibt ja auch Leute, die es über Börsen verkaufen oder andere Wege, sondern ihr habt dann eigentlich so einen klassischen ITO. Ja. Korrekt, ne? So, und können wir gleich zur nächsten Frage kommen? Die war ja schon im Prinzip schon beantwortet. Wie sieht es denn aus mit den Phasen beim ITO, mit der Tokenverteilung, mit Sperrfristen oder was es da noch irgendwie Nennenswertes zu erwähnen gibt? Genau, also unser ITO startet ganz offiziell zum 1.4.23. Das heißt, wir sind jetzt kurz davor und gerade in den finalen Zügen sozusagen, wo es möglich ist, mit einer Mindestinvestitionssumme von 3.600 Euro einzusteigen, geben dort auch eine Rabattierung von 40% auf den Tokenpreis, wenn er dann ans Listing an die Börse geht. Diese Phase geht bei uns 2 Monate. Das heißt, sprich zum 1.6. Haben wir dann die nächste Phase, den sogenannten Presale, wo man mit 480 Euro bereits einsteigen kann und eine Rabattierung von 20% auf den Token bekommt. Und ja, die letzte Phase ist dann logischerweise zum 1.8. bis zum 30.9. Die sogenannte Public Sale oder Main Sale Phase, wo es den Token zum angebotenen Preis von 6 Cent gibt. Und dann soll auch zum 1.10. bereits das entsprechende Listing da sein. Aktuell befinden wir uns noch in der sogenannten Seed Phase. Das heißt, die haben wir jetzt nicht offiziell announced, aber es gibt auch jetzt bereits schon die Möglichkeit, nochmal mit einem separaten Aufschlag bei uns die Token zu erwerben. Das sind in der Regel größere Investoren, mit denen wir da sprechen. Das heißt, das Ticket ist da dann doch schon deutlich höher. Das heißt, wir sprechen hier ab einem Mindestanlagebetrag von 10.000 Euro, ab dem man einsteigen könnte dann bei uns. Da gerne, wenn das ein Kapital ist, was man in das Projekt investieren möchte, persönlich bei uns melden oder über unsere Seite www.stars.eu einfach registrieren. Dann hat man auch die Möglichkeit, vor dem offiziellen Verkauf, sage ich mal, zu partizipieren an dem entsprechenden Projekt bei uns. Zur Tokenverteilung und den Sperrfristen, ganz, ganz wichtiger Punkt, weil uns natürlich auch sehr, sehr wichtig ist, dass wenn der Token am Markt gelistet wird, das Ding nicht sofort von 6 Cent auf 1 Cent runterfliegt oder so ein Pump and Dump macht. Deswegen haben wir entsprechende Sperrfristen hinterlegt, die sehr, sehr großzügig zugunsten der Investoren ausgelegt sind. Also es gibt ja Projekte, da locken die Initiatoren mal für 3 Monate und machen dann nochmal 6 Monate Vesting und danach sind sie dann oft weg mit dem Geld. Das haben wir bei uns alles so eingebaut, auch über einen externen Dienstleister, der das alles für uns abwickelt, diese ganzen Tokenomics. Das heißt, es ist so, dass wir grundsätzlich als Kernteam
erstmal eine sogenannte Cliff-Phase, also das heißt eine komplette Sperrfrist haben von 12 Monaten nach dem ITO, wo wir gar nicht an die Token rankommen. Ja, und dann folgt nochmal ein 36-monatiges Vesting. Das heißt, dass wirklich dann immer ein 36. des entsprechenden Tokenbestandes, was an das Team ausgeschüttet wurde, nur erhalten werden kann. Sprich, dass wir erst 2027 über die ganzen Token selber verfügen können, die uns vertraglich eigentlich zustehen. Wird so sein, dass logischerweise auch in den entsprechenden Phasen des ITOs gewisse Fristen hinten dran stehen mit gewissen Lockup-Periods und Vesting-Periods, sind auch bei uns auf der Homepage einsehbar. Beispielsweise, wenn wir jetzt mal den Presale nehmen, ist es so, dass dort eine Locker-Period ist von einem Monat. Das heißt, dass man im Prinzip nach dem Monat Oktober, nachdem wir live sind, im Prinzip die ersten Token verkaufen kann. Das Vesting beläuft sich dort auf 18 Monate. Das heißt, man hat dann die Möglichkeit, 18 Monate nach dem ICO im Prinzip seine Token nach und nach abzuverkaufen. Diese ganzen verschiedenen Lock-up-Fristen und Vesting-Fristen haben wir auch so ausgewählt, dass sie sich nicht überschneiden. Also sprich, dass jetzt nicht irgendwie an einem ersten eines Monats gleichzeitig Team, Advisory Board, Partner, Seed-Investoren, Private-Investoren verkaufen und der Preis auch wieder runterbricht, sondern wir haben es wirklich so strukturiert, dass nach Möglichkeit immer wenig Coins auf den Markt kommen, um da eine entsprechende Preisstabilität zu bekommen. Ansonsten vielleicht zur Tokenverteilung noch. Wir haben fürs Team insgesamt 12% zurückgelegt. Üblich, in der Regel meistens irgendwas zwischen 10 bis 20. 3% haben wir fürs Advisory Board noch zur Seite gelegt und jetzt in die aktuelle Verkaufsphase fließen 33% des kompletten. Wie groß oder wie umfangreich schätzt du den Markt dann jetzt von mir aus in Euro oder Dollar weltweit ein und wie viele Mitbewerber gibt es da aktuell, die erwähnenswert sind? Ja, den Markt haben wir natürlich im Detail analysiert, bevor wir das Projekt gestartet haben. Also das Erste, was wir gemacht haben, wir haben uns erstmal den kompletten Entertainment- und Media-Markt angeguckt, wie groß der eigentlich ist. Ja, da ist es so, dass insgesamt 2,51 Milliarden Umsatz im Jahr gemacht werden. Dann haben wir uns den zweiten Bereich angeguckt, den wir natürlich haben, den globalen Sportmarkt. Ja, da ist es so, dass dort 501, ja, ich habe vorhin Milliarden gesagt, ne, sorry, ich muss mich korrigieren, es sind 2,51 Billionen, die der globale Entertainment- und Mediamarkt macht. Der globale Sportsmarkt macht insgesamt 501 Milliarden Umsatz. Und dann haben wir uns natürlich im Detail diesen globalen Fan-Token-Markt angeguckt. Ich hatte schon gesagt, dass der aus meiner Sicht noch in den Kinderschuhen steckt und vielleicht gerade mal 1-2% seines möglichen Marktes erreicht hat. Da befinden wir uns momentan bei einer Marktkapitalisierung von ca. 350 Millionen. Ja, wobei man dazu sagen muss, dass der natürlich vor dem großen Einbruch in der Kryptowelt auch schon deutlich höher lag. Das heißt, logischerweise ist auch der mit zurückgegangen, der globale Fan-Token-Markt, allerdings auch nicht so stark wie der komplette Kryptomarkt, was aus meiner Sicht auch schon mal ein positives Zeichen ist. Dem Markt teilen sich eigentlich aktuell zwei riesengroße Player mit Binance und mit Chilis, mit seiner Socios-Plattform. Das andere sind dann eher kleinere Wettbewerber, die dann auch oft irgendwelche Spezialisierungen haben, die sich beispielsweise auf reine Influencer spezialisiert haben. Und wir sehen uns da wirklich eher so ein bisschen als Wettbewerber zu Chilis und Binance, wobei man dazu sagen muss, dass bei Binance natürlich eine deutlich höhere Handelbarkeit, ein höheres Trading-Volumen hinten dran steht, allein durch die Plattform. Allerdings die eingeschränktesten Möglichkeiten der Nutzung, also die eingeschränkteste Utility, die der entsprechende Token mit sich bringt, die doch schon deutlich mehr erweitert sind bei unserem Wettbewerber Chilis mit der Socios-Plattform. Aber da haben wir natürlich dann auch wieder unsere entsprechenden USPs, die ich vorhin gesagt habe, mit denen wir uns dann von diesen abgrenzen möchten, um von diesem Kuchen, den ich gerade erwähnt habe, nach Möglichkeit ein recht großes Stück abzubekommen. Marco, du hast vorhin gesagt, wenn ihr mit dem ITO quasi die Token emittiert, das heißt freigibt zum Handeln, wo werdet ihr da, habt ihr das schon am Plan, wo werdet ihr genau listen, auf welcher Börse wird gestartet? Also wir sind
schon sehr weit fortgeschritten im Austausch. Wir haben jetzt zwei Börsen zur Auswahl, die uns listen würden. Wir sind jetzt gerade in dem Auswahlprozess. Was ich sagen kann, ist, also wir dachten erst, Hauptsache irgendwo gelistet, dass logischerweise jeder seine Coins loswerden kann. Hat sie jetzt ein bisschen anders gestaltet. Durch recht gute Kontakte haben wir jetzt die Möglichkeit bekommen, ein Listing bei einer der Top-10-Börsen sogar zu bekommen. Ja, also das heißt, wird sogar bei einer recht großen Börse dann handelbar werden. Und was die dezentrale Exchange angeht, sind wir noch nicht ganz, ganz sicher, ob wir da jetzt irgendwie Sushi-Swap oder sowas nehmen. Also da sind wir noch im Entscheidungsprozess, wobei das natürlich auch ein bisschen einfacher ist in der Umsetzbarkeit. Okay. Und eine andere Frage, die ich noch, die noch aufgetaucht ist für mich, ist, du hast doch gesprochen vorhin über die Aufteilung der ITO-Funds, also der Gelder, die im Prinzip investiert werden. Und da gehen ja im Prinzip in Zusammenfassung 55% eigentlich in, ich sage jetzt nicht wertschöpfende Ausgaben, werden verwendet dafür. Ist denn das notwendig in so hohem Prozentanteil? Also wir hatten auch erst darüber nachgedacht, sogar weniger Coins auf den Markt zu bringen. Wir haben uns hinsichtlich dieser Tokenomics grundsätzlich am allgemeinen Markt und auch so ein bisschen an den Wettbewerbern orientiert. Wir haben, muss ich ganz ehrlich gestehen, im Vergleich zu anderen Projekten eine relativ hohe Reserve. Das heißt, wir legen 13% zurück für sämtliche Vorfälle, die passieren können. Ja, ob die in den nächsten 10 Jahren überhaupt angefasst werden oder nicht, sei mal dahingestellt, das wissen wir nicht. Für uns ist es aber nochmal ein anderes Thema. Wir haben beispielsweise einen Teil dieser entsprechenden Token für das sogenannte Bug Bounty Programm zurückgelegt. Das heißt, sprich, wenn irgendwie Programmierer oder irgendwelche Leute Fehler in unserem Code oder in unserem Projekt entdecken auf der Seite, uns das mitgeteilt wird, dass wir da entsprechende Rewards ausschütten, um entsprechende Sicherheit logischerweise auch zu gewährleisten. Community Rewards haben wir noch, ja, die bringen auch nichts, aber der Community bringen sie halt schon was. Da wollen wir halt einmal ein bisschen was mit zurückgeben. Und die Partnerschaften, die wir jetzt schließen und die wir abgeschlossen haben, ist halt auch so, dass wir da versuchen wollen, gerade jetzt logischerweise am Anfang als Startup nicht unnötig viel Kapital in die Hand zu nehmen. Und das versuchen wir dann auch oft, gewisse Leistungen, die wir einkaufen, über entsprechende Token abzudecken, die dann aber auch wieder entsprechende Vesting-Fristen und Bindungsfristen haben für die entsprechenden Partner. Also auch die können dann nicht sofort einfach ihre entsprechenden Coins verkaufen. Okay, das waren im Prinzip jetzt die Verteilung der Token, aber ich habe eigentlich hauptsächlich gemeint, wie das investierte Kapital, das eingesammelt wird, ja, verteilt wird. Wie das investiert wird, meinst du? Wobei ja die 45% eigentlich angesetzt sind, für die Entwicklung zu nutzen, also das, was ja eigentlich Wertschöpfung am Projekt ist, ja, und es ist klar, dass irgendwo Kosten auflaufen. Ist logisch, überall wo gearbeitet wird, muss auch irgendeine Energie aufgewendet werden und die kostet. Ja. Aber da war eben jetzt die Frage, es ist doch mehr als die Hälfte und da wollte ich einfach, dass du vielleicht ein bisschen was dazu sagen kannst. Ja, okay, nee, hatte ich die Frage falsch verstanden. Genau, also wir geben halt 33% in diesen freien Verkauf rein und diese Gelder fließen wirklich komplett in die Entwicklung des entsprechenden Projektes, ja, okay. Oder in entsprechende Marketingmaßnahmen, um das Projekt halt auch bekannt zu machen. Personalkosten, die mit reinfallen, ein paar rechtliche Themen, die dann noch im Nachhinein auch abzudecken sind. Das heißt, sprich, was wir uns auch erhoffen, ist logischerweise auch eine gewisse Finanzierung des kompletten Projektes über dieses entsprechende Coin-Offering, the Token-Offering. Okay. Du hattest gerade jetzt das Wort juristisch gebraucht, und dann klingelt es auch wieder bei mir. Wie macht ihr das? Naja, das ist immer so ein gruseliges Wort. Bürokratie und irgendwelche Regeln, die jemand anders aufstellt. So, und wo ja. Über welche Lokation, über welche Jurisdiktion wickelt ihr denn euer Projekt ab? Wir sitzen in Estland, haben uns dafür entschieden, weil, ich will nicht sagen, es ist ein Finanzparadies, aber sind doch schon deutlich weiter als wir hier in Deutschland, abgesehen von dem steuerlichen Aspekt und insbesondere in der Kryptowelt. Estland eher ein gern gesehenes Land für entsprechende Projekte. Deswegen haben wir uns dafür entschieden, das komplett über eine Firma aus Estland abzuwickeln, die wir selber halt gegründet haben. Ja, das ist so ein bisschen der Hintergrund dazu. So als ich dieses Thema der juristischen Kosten genommen habe, ist halt so, dass das Thema der Exchange-Lizenz plus, wenn wir
an diesen DAO-Club denken in der Zukunft. Da sprechen wir natürlich auch nochmal über Security-Token und nicht mehr über Utility-Token. Das heißt, da sprechen wir natürlich nochmal über gewisse Gelder, die wir auch in die Beratung stecken müssen. Okay, apropos Gelder, ihr bietet im Prinzip einen Tokenkauf an gegen Bitcoin, Ethereum oder USDT. Warum ist es eigentlich nicht möglich, wenn der ITO gelaufen ist, auch mit anderen Coins oder Tokens sich einzukaufen? Also mit anderen Tokens und anderen Coins wäre das möglich. Wir wollten uns hier nicht irgendwie mit, weil das wird auch alles ein bisschen unübersichtlich. Es muss ja auch alles gemanagt, gemeldet werden, dokumentiert werden. Also wir wollen da ein bisschen den Überblick auch behalten. Deswegen haben wir es jetzt auf die drei gängigsten Coins einfach beschränkt. Am liebsten wäre es auch gewesen, dass wir die ganze Möglichkeit in Euro oder in Dollar angeboten hätten. Da kommen dann aber auch wieder unsere tollen zentralen Finanzinstitute und Aufsichtsbehörden ins Spiel, ja, die dem dann einen Strich vormachen, beziehungsweise ansonsten ja, wäre das ganze Projekt in der, naja, Einfachheit hört sich jetzt doof an, aber es wäre deutlich komplexer geworden, weil unsere Token dann auch nicht mehr als Utility-Token, sondern als Security-Token deklariert worden wären, was doch schon ein ganzer Batzen an Aufwand und Arbeit hinten dran wäre und an Regulatorik. USDT ist ja auf verschiedenen Plattformen üblich. Binance Smart Chain, Tron, Ethereum. Welchen Token von welcher Blockchain akzeptiert ihr da? Ethereum? Ethereum. Genau. Nur Ethereum. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt mit Ethereum oder also mit Ether und mit USDT einzahle, habe ich natürlich ziemlich hohe Transaktionskosten. Ne? Da wäre es fast geschickter, in Bitcoin einzuzahlen, wobei es natürlich für euch als Firma vom Risiko beim USDT wesentlich geringer ist, weil der im Vergleich zum Euro weniger schwankt. Weil wenn ihr das wieder auscasht, ich weiß jetzt nicht, wie ihr euren Entwickler bezahlt, aber vieles wird halt in zentralem Geld bezahlt und der USDT ist halt dichter an dem zentralen Geld dran. Ne? Ja, das stimmt so, ja. Also das Interessante ist, dass die meisten ja aus dem Bereich auch wirklich auf Kryptozahlungen, würde ich sagen, dass sie die unbedingt wollen. Ja, aber die meisten sagen schon, dass sie wirklich in USDT, teilweise habe ich das auch schon mit Bitcoin oder Ethereum gehabt, bezahlt werden wollen und auch wirklich komplett. Also finde ich auch eine ganz nette, charmante Möglichkeit. Also spart natürlich auch sämtliche Transaktionsgebühren von beiden Seiten an. Frage, die sich mir eigentlich immer stellt, ist, warum nehmt ihr jetzt USDT von der Ethereum-Blockchain, sondern und stattdessen lieber der Tron oder Binance Smart Chain, weil es da von den Transaktionsgebühren wesentlich günstiger ist. Ne? Der nochmal eine Möglichkeit, ja. Also nochmal ein ganz guter Hinweis sogar von dir. Nehme ich sogar nochmal mit. Also bei Projekten, wo ich drin bin, ist halt häufig so, wenn der USDT akzeptiert wird, ist entweder Tron oder Binance Smart Chain. Muss ich aber auch gestehen, haben wir uns so tiefgehend gar keine Gedanken gemacht gehabt. Ja gut, ist natürlich aber eine technische Sache, ne? Aber bei Ethereum ist es momentan halt so, dass du da halt ziemlich viel an Gebühren verplemperst. Ja, das ist leider so, ja. Wenn du da mal 100 Euro reintust und musst 20 oder 50 Euro Gebühren bezahlen, dann rechnet sich das nicht mehr. Wenn ich aber 100 Euro mit USDT reintue und zahle nur, weiß ich, 1 Dollar oder 1 Euro Gebühren, dann ist das wieder eine ganz andere Nummer, ne? Das ist so. Aber okay. Kommen wir zur nächsten Folie. Du hast ein bisschen schon gesagt, eigentlich zu welchen Konditionen und der Token wo, wie, aber wo nicht. Der Erwerb in den einzelnen Phasen ist nur bei euch, ne? Bis zum ITO. Exakt, genau. Nur bei uns möglich, ja. Das heißt, ich muss mich dann bei euch auf der Homepage irgendwie registrieren? Muss ich dann auch irgendwie KYC und so eine Späßchen machen? Ja, da kommen wir wieder zu unserem netten Finanzwesen. Müssen wir leider auch machen. Genau, also es läuft ganz normal über unsere Webseite, also www.stars.eu. Da gibt es dann auch direkt die Möglichkeit, sich für den upcoming ICO zu registrieren. Heißt, man gibt seine Daten ein, E-Mail-Adresse und ja, muss dann KYC-Prozess durchlaufen. Ist allerdings jetzt kein Riesenkomplexer, wie man es jetzt von der Bank kennt, wo man dann nochmal irgendwie wen anrufen muss über die App und ihr Gesicht wackeln, Ausweis knicken. Also einfach nur ein Foto vor der Rückseite des Ausweises, selber Foto mit Gesicht und Ausweis in der Hand und einmal so eine Utility-Bill, ob das nun Telefonrechnung oder irgendwas ist, mit dazu nochmal hochgeladen und das war's auch schon. Das heißt, ganz kurze Zwischenfrage von mir. Das heißt, ja, es ist ein Proof of Residence auch, aber in quasi Tier 1, also mit einem Beleg von einer, wie soll ich jetzt sagen, von einer Abrechnung oder so. Haushalt. Gas, Wasser, Strom. Genau, Hauptsache man sieht so ein bisschen die Adresse und dass die auch noch aktuell ist, ja.
Okay. Ja, das ist immer das Thema, speziell jetzt, wenn man in Ländern sitzt, so wie ich auch, die komplett außerhalb der westlichen Regulierungen ist, dann sind das natürlich alles Themen, wenn man dann wieder in so einen regulierten Raum hineingeht, dann kann es mitunter schwierig werden, weil hier ist es natürlich so, dass man eigentlich noch mehr in der Dezentralität ist. Ja, wenn hier jemand fragt, wo ist deine Adresse, dann sage ich, ich schicke dann Standard, weil es gibt keine andere Bezeichnung. Ja. Und das ist eben da bei den KYC-Prozessen ist das teilweise in Ländern der dritten Welt und so ein bisschen kompliziert, aber es lässt sich auch lösen. Es sind ja nur Algorithmen. Ja, absolut. Und ab welchen Beträgen, die schwanken je nach Phase. Und so wie ich mitgekriegt habe, gibt es eine Phase, wo ich mit dem niedrigsten Betrag einsteigen kann. 480 Euro war irgendwie, welche Phase war das? Also 480 Euro ist dann die Pre-Sale-Phase, genau. 3,6 sind wir dann bei dem Private-Sale, also wenn es wirklich losgeht ab dem 1.4. sind wir bei 3,6. Genau, dann geht es runter auf 480 und in der Main-Sale-Phase, also kannst du mit 10 Euro, 100 Euro, also was du gerne möchtest, kannst du dann da investieren. Und kann ich mich da auch irgendwie zusammenschließen, dass man, wenn ich jetzt sage, okay, ich will jetzt aber in der Private-Sale-Phase einsteigen, da waren es 4,8, hast du gesagt, oder 3,6, was war es denn jetzt nochmal? 3,6, genau. 3,6, dass ich sage, okay, ich mache jetzt mit drei Leuten zusammen, will ich jetzt da die Token für 3,6 kaufen. Geht das irgendwie oder muss das auf eine Person laufen? Muss ich einen vorschicken und später die Token separieren? Genau, also es muss über eine Person laufen und erstmal, wie das dann natürlich hinten dran läuft, ob man sich dann von jemandem Geld gibt und die Token danach dann, wenn sie kommen, weiter verschickt, ist natürlich jedem frei überlassen. Also da, ne, also da, die, unsere Arbeit ist damit getan und wie das hinten dran läuft, da haben wir natürlich keinen Einfluss drauf, aber wäre natürlich eine Möglichkeit. Und können die dann hinterher frei übertragen werden oder braucht man dann irgendwie noch eine Zustimmung? Ich meine, wenn ich jetzt zu dritt mache, dann will ich irgendwann ab dem Verfügbarkeit, würde ich halt meine, sagen wir mal, meine Token für 1.200 Euro haben, ne? Ja. Das ist, wie ich meine, ne? Genau. So, da gibt es natürlich bei einigen Projekten wegen KYC, blablabla, Überwachung und Lock, dass da nicht so einfach ein Tokenübertrag an irgendjemand gemacht werden kann, der dann noch nicht verifiziert ist oder nicht war oder sich verifizieren muss? Ja, also bei uns wird es so sein, dass wir wirklich nur an die verifizierten Leute, die nehmen wir nur an. Also wir geben gar nicht die Möglichkeit zu investieren, ohne dass der Prozess abgeschlossen ist. Und ist dann auch so mit unserem Partner, VTVL heißen die sich darum kümmern, um dieses Vesting und auch um diese Cliff-Phase, dass die eingehalten wird, wo man dann im Prinzip seine Token immer claimen kann. Das heißt, man könnte dann im Prinzip jeden Monat hingehen und jeden Monat den entsprechenden Anteil, den man bekommen kann, kann man sich dann direkt von der Plattform holen. Ja, aber dann kann ich den frei übertragen. Ist ja eigentlich eine ERC-20. Genau, exakt. Also den holst du dir dann rüber auf deine eigene Wallet und was du dann damit machst, ist dir komplett frei überlassen. Genau. Das heißt, ich muss jetzt nur die Hosen runterlassen, wenn ich den Token mit Rabatt haben will. Das ist quasi das Schmerzensgeld, was ich da mit meinen persönlichen Daten begleichen muss. Und danach ist der frei handelbar. Aus heutiger Sicht. Genau. Also wenn alles so läuft, wie es momentan aussieht und wie wir es planen, dann ist das Ziel. Aber ja, also das ist für uns eigentlich schon ein Muss, dass wir es auch so hinbekommen. Okay, wenn du jetzt sagst, so wie wir das planen, und was ist, wenn es irgendwie anders läuft als geplant? Wie schaut das aus für den Anleger, wenn er jetzt quasi sagt, okay, ich gehe jetzt da mit und wie hoch sind die Chancen so oder so? Ich habe es jetzt selber gemerkt gehabt, auch mit der Timeline, die wir uns teilweise gesetzt haben, irgendwas passiert immer, irgendwas grätscht immer dazwischen. Das heißt, du musst dann doch immer den Weg irgendwie außenrum wiederfinden. Von daher, dass es nicht funktioniert, da mache ich mir keine Sorgen. Eher, dass wir halt öfter nochmal andere Wege gehen müssen. Das heißt, sagen wir jetzt mal im schlimmsten Fall, warum auch immer das mit der zentralisierten Exchange nicht funktioniert, ja, dann haben wir ja immer noch die Möglichkeit, wirklich auf eine dezentrale auszuweichen. Hauptsache, wir haben die Handelbarkeit für die Leute, die wir versprechen. Das ist einfach das Wichtige dann. Also Lösungen finden wir dann. Die Frage ist halt, ob es dann die gleiche Lösung ist, die wir erst so irgendwie groß herausgegeben haben. Okay. Und wie schauen dann Renditeaussichten aus, wenn ich jetzt sage, okay, ich kaufe mich quasi ein in das Projekt und du hast ja hauptsächlich gesagt, dass es um einen Utility-Token geht. Ja.
Das heißt, ich denke jetzt einmal, dass das so abläuft, umso mehr benutzt wird, umso wertvoller wird es werden. Sehe ich das richtig? Ja. Exakt, genau. Also ich meine, ich kann ja natürlich jetzt nicht in die Zukunft gucken und auch keine großen Versprechungen machen. Ziel ist es, dass wir den Kurs direkt nach dem Listing stabil halten. Für diejenigen, die natürlich dann jetzt schon in der Seed-Phase sogar investieren, die kriegen 60% Preisrabatt. Das heißt, die hätten, wenn der Kurs stabil bleibt, schon im Prinzip zweieinhalbfach ihr Basiseinsatz. Wir gehen ganz stark davon aus, also wenn man sich jetzt vorstellt, wir haben jetzt den Start, die Token sind am Markt und wir launchen den ersten Fan-Token. Dadurch kommt automatisch eine neue Marktkapitalisierung rein. Ob der Fan jetzt 250.000, 500.000, eine Million oder was auch immer einnimmt. Aber mit jedem Token, den wir launchen, ja, muss ja auch unser Stars-Token gekauft werden, um den dann zu konvertieren in die jeweiligen Fan-Token. Das heißt, mit jedem Launch, den wir eigentlich haben, müsste rein theoretisch auch der Preis des Stars-Token eigentlich steigen und damit auch die Renditechancen. Wobei, das Thema Verlustrisiken haben wir ja auch noch hier auf dem Schirm. Man muss natürlich dazu sagen, wir sind ein Startup. Genau wie jedes Startup kann man natürlich auch Pech haben und das Projekt scheitert. Ja, was wir natürlich jetzt alle nicht hoffen, weil wir da wirklich Geld, Energie, Kapital und absolute Passion reinstecken. Aber genauso wie es Renditen gibt, muss man natürlich auch die andere Seite betrachten. Aber das Verlustrisiko ist begrenzt auf 100% des Einsatzes. Naja, es gibt Projekte, da musst du noch nachschießen. Ne? Ja. Naja, ja. Guten Geld schlecht hinterherwerfen. Aber wenn es dann läutet am Telefon für den Margin. Kommen wir vielleicht mal zu, klar, die Renditechancen, da kann man sich hier alles schön rechnen. Mir ist eben noch die Frage mit dem Burning aufgekommen, aber du hast recht gut erklärt, dadurch, dass natürlich der Token das Einstiegstor in eure Fan- oder Champion-Token, wie ihr sie genannt habt, ist, steigt natürlich die Begehrlichkeit mit jedem weiteren Token, den ihr da launcht. Ne? Also von daher habe ich da eine Verknappung eigentlich des Angebotes, obwohl es konstant ist, weil ich mit dem Angebot dann mehr kaufen kann, mit dem Geld sozusagen, mit dem Token. Aber ja, absolut. Ihr startet jetzt in der normalen ITO-Phase mit welchem Preis? 6 Cent oder sowas, oder? Genau, mit 6 Cent geht es dann los, ja. Was denkst du, wo euer Token in 5 Jahren steht? Also ich habe die Hoffnung, dass wir in 5 Jahren um die 150 bis vielleicht 200 Fan-Token an Bord haben. Ich meine, ich habe mir die Zahl von so einem Wettbewerber angeschaut. Wenn man sich da den niedrigsten Stand anguckt und den Höchststand des entsprechenden Kurses, da sprechen wir von einer Wertsteigerung von über 5.500%. Ja, das wäre natürlich ein Wunschtraum. Aber was wir wirklich wollen, ist, dass wir um die 150 bis 200 Stars, Champions ongeboardet haben. Ja, das ist uns wichtig, dass wir auch diese entsprechende DAO-Struktur bis dahin implementiert haben. Und wenn der Kurs dann auch nur die Hälfte des entsprechenden Preises von unserem größten Wettbewerber erreicht hat, dann sind wir auch mehr als zufrieden. Also alles über 100x bin ich immer dabei. Fällt mir noch eine andere Frage ein. Wo habt ihr denn quasi Ansprechpartner in welchen Ländern, Regionen für Fanprojekte? Ist ja auch mal ein Sprachproblem und teilweise auch ein Vor-Ort-Problem, ne? Ja, also wir fokussieren uns jetzt vorerst erstmal auf Europa, speziell die Dachregion. Liegt daran, dass der Jörg Zeitz, unser Vertriebsleiter, als auch ich ja aus dem Sportumfeld kommen, hier sehr, sehr viele Kontakte eh schon haben, die wir relativ einfach aufwärmen können. Dann wird es aber auch so sein, dass wir logischerweise expandieren wollen. Das wird dann durch Kontakte sein, die wir haben. In Südamerika bin ich recht gut vernetzt, liegt daran, dass meine Frau von dort kommt. Viele Leute aus dem Sportbereich, die ich auch damals kennengelernt habe, weil auch Spieler von dort transferiert worden sind. Unser Advisory Board haben wir 2 Leute, die sitzen in Asien beispielsweise, ja, die auch da helfen können, diesen Markt, sage ich mal, ein bisschen zu beackern. Und ja, wir machen es aber Schritt für Schritt. Also wie gesagt, jetzt komplett gleich global zu agieren, ich glaube, da würden wir uns ein bisschen verlieren. Ja, starten jetzt hier aus der Dachregion raus und ja, versuchen dann dahin zu expandieren, wo wir die besten Connections haben. Ja, und sind natürlich auch dankbar, wenn natürlich Vereine oder Stars direkt selber auf uns zukommen, weil sie das Potenzial erkennen, was hinter dem Projekt steht. Das macht es natürlich noch einfacher. Die nehmen wir natürlich auch jetzt schon gerne auf. Ich wollte auch noch eine zusätzliche Frage stellen, nämlich es ist sehr ähnlich gelagert, aber vielleicht ein bisschen definitiver. Was denn genau jetzt, was doch, denke ich, einmal wichtig sein kann für diejenigen, die sich interessieren dafür, was genau sind jetzt die Aktivitäten, die im Marketing ablaufen werden? Weil es ist ja für euch ganz wichtig, dass ihr quasi
publik werdet. Ja, es ist ein neues Projekt, ja, und dementsprechend denke ich einmal, ist es auch wichtig, umso mehr das gesehen oder gehört wird. Ja, und da wäre die Frage, was ist da eure gezielte Strategie, wie ihr das machen wollt? Ja, sehr, sehr gute, wichtige Frage. Also einmal ist es so, dass wir uns natürlich listen lassen auf, ja, ich sag mal, sämtlichen Seiten im Internet, die kommende ICOs promoten. Ja, da sind wir beispielsweise mit ICO Bench, mit ICO Drops komplett in Kontakt und sprechen halt mit denen über die entsprechenden Listings. Haben da jetzt auch von zwei Seiten die Zusage, haben wir jetzt gerade die Unterlagen weitergereicht, die mit aufgenommen werden. Also das ist eine Sache, die wir tun. Wir werden mit entsprechenden Airdrops arbeiten. Das heißt, sprich, dass wir durch das Teilen unseres Projektes in der Community über Social Media den Leuten, die das aktiv machen, sogenannte Airdrops, das heißt, sprich, das sind dann ein kleiner Wert unseres SRZ-Tokens zukommen lassen als kleines Dankeschön. Dann sind wir jetzt gerade dabei, beziehungsweise ab dem 1.3. wird es dann live gehen, den kompletten Discord-Channel aufzubauen, haben uns jetzt nochmal eine Agentur dazu geholt, die uns im Twitter-Marketing unterstützt. Also dass wir wirklich spätestens zwei Wochen, sage ich mal, bevor die ICO losgeht, also sprich, ich rede jetzt hier von einem Zeitraum innerhalb der nächsten 4 Wochen, dass bis dahin wirklich alles steht und sämtliche Kanäle befeuert werden. Das hört sich sehr umfangreich an, ja. Da ist einiges noch zu tun. Da bin ich auch froh, dass ich die Maria habe, ja, oder auch unser Advisory Board teilweise, was da wirklich auch hilft, viel Recherchearbeit wirklich einzusparen, wo man sich ja bewegen sollte, auf welchen Seiten. Ja. So, kommen wir zur letzten Folie. Marco, was denkst du, wird es in 10 Jahren noch Banken geben? Ich gehe ganz stark davon aus, dass wir sie nach wie vor noch haben werden. Ich hoffe allerdings, dass der dezentrale Finanzbereich, den wir jetzt haben, deutlich stärker wird, als das bisher ist. Also man sieht es ja auch durch die Reaktion teilweise der entsprechenden Regierung mit den CBDCs, wie sie darauf versuchen zu reagieren, um das ein bisschen zu umgehen oder die Gefahr zu minimieren. Von daher glaube ich, dass es wahrscheinlich ja in 10 Jahren Banken noch geben wird, aber wahrscheinlich nicht mehr mit dem gleichen Stellenwert wie heute. Und das oft so eine, ja, ich würde mal sagen, so eine Mischfunktion aus beidem wahrscheinlich das ist, was wir dann sehen werden. Das ist aber, muss ich noch einmal nachfragen, sagen wir so. Wenn du jetzt sagst CBDCs, dann ist es ja so, dass die CBDCs an sich ja die Banken im Prinzip obsolet machen. Ja? Die Frage ist dann, wo würdest du dann eine Verwendung der Banken sehen in der nächsten Zeit? Also ich sehe im Prinzip die Zentralbank, die CBDCs rausgibt, auch als Bank. Deswegen, also ich glaube, die werden nach wie vor da sein und die werden auch existieren. Die werden auch alles daran setzen, dass sie nicht aus diesem Spiel rausgedrängt werden. Da werden sie ihre Möglichkeiten finden. Ich meine, wir haben das ja durch die Entwicklung der letzten Jahre, insbesondere durch Corona gemerkt. Ja, also ich sehe kaum noch jemanden, wenn ich irgendwo unterwegs bin, mit Papiergeld bezahlen. Ja, also man hat das ja so hinbekommen, die Leute wirklich auf dieses digitalisierte Bezahlen zu trimmen, dass andauernd alles nachvollziehbar ist und jedem jederzeit die Existenzgrundlage weggezogen werden kann. Und ich glaube, dass da gerade dieser DeFi-Bereich das entsprechende Gegenstück ist, was auch jeder für sich erkennen und nutzen sollte. Ich glaube aber, es wird trotzdem keinen Weg an diesem Zentralbankgeld für die Menschen vorbeiführen. Da sind wir einfach, glaube ich, zugefangen. Naja, wenn wir aber jetzt sprechen, jetzt leben wir in DeFi und wir reden über Non-Fungible Tokens, also NFTs. Was denkst du, was kommt in der Zukunft? Wie wird sich die Zukunft, ich meine, klar, wir sprechen bei Zukunft, alles, was ab jetzt ist, ist einfach nur Frage der Wahrscheinlichkeit. Aber ja, wo siehst du die Wahrscheinlichkeit für dich, wo sich was hinbewegen wird? Was kommt danach? Da haben wir sogar unsere Firma schon so ein bisschen nach ausgerichtet. Also gerade dieses Thema DeFi, NFT, war natürlich wirklich die prägenden Themen in der letzten Zeit gewesen in diesem Umfeld. Was ich glaube, dass das Thema DAO, je nachdem wie halt auch die möglichen Regulierungen oder was auch immer ausfallen könnte, auf jeden Fall in ähnliche Fußstapfen treten kann. Genauso dieses Thema NFT-Ticketing halte ich auch für unglaublich prädestiniert in der Zukunft, dass das umgesetzt wird, dass das immer mehr kommt. Von daher haben wir diese beiden Punkte auch mit bei uns auf den Plan genommen, weil das ist so das, was ich so ein bisschen sehe, was so die nächsten großen
großen Treiber werden könnten. Wobei, was man auch nicht vergessen darf, ist das Thema künstliche Intelligenz. Da gibt es ja auch schon im Kryptobereich einige Unternehmen, die da unterwegs sind. Wobei aus meiner Sicht, wenn ich mir diese Preise, die Marktkapitalisierung angucke, würde ich mir die nicht kaufen, weil die doch schon extremst überteuert aktuell sind. Aber ich glaube, das könnte auch ein Thema werden, was uns in der Zukunft definitiv begleiten wird. Kommen wir zu meiner Lieblings- und Abschlussfrage. Wer ist Nicolas van Saberhagen? Ja, jetzt habt ihr mich erwischt, jetzt muss ich echt passen. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob es ihn wirklich gibt. Ich glaube, es gibt ihn nicht. Also ich habe schon mal von ihm gehört, ist für mich so jemand wie Satoshi Nakamoto, ja, der im Prinzip das Bitcoin-Paper veröffentlicht hat und seitdem hört und sieht man nichts mehr von ihm. Und ich glaube, dem Nicolas van Saberhagen, ich weiß nicht, in welchem Zusammenhang das war und was er gemacht hat, aber ich glaube, das war so ein ähnlicher Fall. Aber ich muss passen. Ja, ist richtig. Der war bei Monero zugange. Und wenn du dir die Initialen anguckst, Satoshi Nakamoto SN und hier hast du halt NS. Ne? Und meine Theorie ist natürlich, dass das Nick Szabo war und Nick Szabo hast du da auch die ersten drei Buchstaben vom Nachnamen und ersten drei Buchstaben vom Vornamen. Die ja in welcher Transaktion auch verewigt sind. So, und er hat das White Paper für Monero geschrieben, also sprich die Ur-Kryptowährung mit Privatsphäre. Ja. Ne? Und das Thema ist jetzt natürlich ziemlich unter den Tisch gefallen. Und durch die CBDC und was sie sich da wieder alle für blöde und schwachsinnige Namen ausgedacht haben. Und viele, die da keine Ahnung haben, meinen, da gäbe es jetzt was Neues. Das Einzige, was neu sein wird, ist halt die Zentralbank, digitale Zentralbankwährung für jedermann. Weil digitale Zentralbankwährung für Unternehmen, für Banken gibt es schon. Das ist nichts Neues. Das ist bloß ein anderes Etikett dafür. So, und das sehe ich halt als großen Eingriff und großen Umbruch zur Abschaffung der Privatsphäre. Und die Leute, die es halt nicht schaffen, vorher aus der zentralen Geldwelt rauszukommen, in die digitale rein, um dort Erfahrung zu sammeln, die werden halt auf der Strecke bleiben. So, und die Gefahr besteht auf jeden Fall, bin ich bei dir, ja. Und wir hatten früher immer nach dem Satoshi Nakamoto gefragt und meine zwei Vorgänger, der eine, der Ralf Knoblauch, der war halt der Spielverderber und hat halt ein Klingelschild vom Satoshi Nakamoto in Mittweida gefunden, am Markt 5 oder irgendwie so, sodass wir dann die Suche abbrechen mussten, da er jetzt natürlich vorgeladen werden kann vor Gericht. Ist er ja theoretisch auffindbar. Und beim Nicolas von Saberhagen suchen wir noch nach dem Briefkasten oder nach der Post. Ich sage euch Bescheid, wenn ich ihn irgendwo finde. Und wenn du jemanden kennst, der ihn gefunden hat, bitte auch. Geht rein. Gut, dann danken wir dir heute für die interessanten Ausführungen. War sehr kurzweilig. Für alle anderen, denen es gefallen hat, freuen wir uns über einen Daumen hoch, über ein Abo des Kanals. Kommt in unsere Telegram-Gruppe, diskutiert mit und dann bis zum nächsten DeFi-Gespräch. Tschüss. Danke für die Einladung. Ciao. Ciao.